Er macht gern Witze über Juden, doch mit einem Gaskammerspruch hat der umstrittene Komiker Dieudonné den Bogen überspannt. Statt wie geplant seine Frankreich-Tournee in Nantes zu starten, kassiert er Auftrittsverbote. Staatschef François Hollande will ein Zeichen gegen Intoleranz setzen. Er hat die örtlichen Behörden zu einem harten Kurs aufgerufen. Gegenüber allen Angriffen auf die Prinzipien der Republik, gegenüber Rassismus, Antisemitismus, der Störung der öffentlichen Ordnung durch unwürdige Provokationen und Diskriminierungen, die Demütigungen bedeuten. Dieudonné, dessen Vater aus Kamerun stammt, ist bereits mehrfach vorbestraft wegen antisemitischer Sprüche und Aussagen zum Holocaust. Schluss mit der Hierarchie der Leiden. Es gibt keine Leiden, die über den anderen stehen. Schluss mit diesem Opferwettbewerb der Verbände. Sie wollen uns weismachen, dass es eine heilige Shoah gibt, die über allen Leiden steht. In seiner jüngsten Show äußert Dieudonné Bedauern darüber, dass es keine Gaskammern mehr gibt. Damit hat er für viele die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten. Eine Bühne dafür findet er in Frankreichs Städten erst einmal nicht, auch wenn Auftrittsverbote umstritten sind. Manche finden, Dieudonné sollte besser sagen, was er will, und anschließend dafür verurteilt werden.